Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, das hier ist jetzt eine Morgenroutine und zwar von Jule und Vapiano. Und ich würde mal sagen, wir starten mit dem Video und viel Spaß! Hey Leute, ich bin die Lilly und ich will euch heute einfach mal mitnehmen. Und zwar drehen ich und meine Freundin, die ist hinter der Kamera. Sag mal hallo. Hi! Ja, genau. Wir drehen heute eine Morgenroutine. Und zwar von mir und meinem Pferd, beziehungsweise meiner Reitbeteiligung Vapiano. Es ist gerade 8 Uhr morgens und ich bin gerade angekommen. Und meistens bleibe ich hier bis 18 Uhr. Aber das ist ja kein Problem, weil heute ist ja Samstag und davon geht das eigentlich klar. Und außerdem sind Ferien. Und wenn Ferien sind, darf ich hier eh fast jeden Tag her. Das ist richtig cool. Und die Besitzerin von Vapiano ist gerade eh im Urlaub. Also bietet es sich da sogar für mich richtig gut an. Und ich würde mal sagen, wir holen den Vapiano gleich mal aus seiner Box. So, da drin steht er gleich schon und folgt mir. Also hier steht er und da drüben ist schon unser Sattel und ich würde mal sagen, wir holen uns das Halfter. So, hier habe ich jetzt schon das Halfter und ich würde mal sagen, wir holen ihn jetzt endlich aus seiner Box. Na Großer, was geht ab? Alles gut bei dir? Oh, später misste ich dich noch aus. Aber jetzt erstmal putzen. Komm. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe jetzt ein anderes Halfter dran. Das lag daran, dass ich das falsche Halfter genommen habe. Naja, irgendwie bin ich heute ein bisschen durcheinander. Aber es ist ja nicht schlimm und ich binde ihn jetzt einfach mal hier an. So, und dann würde ich mal sagen, ich hole meinen Putzkoffer noch schnell. So. So, ich habe ihn jetzt schnell geholt. Der lag nämlich bei uns im Spind. Und jetzt werde ich den lieben Vapiano einmal putzen. Aber der ist gar nicht so dreckig. Aber putzen muss ich ihn trotzdem. Macht ja auch Spaß. Ja, also ich putze jetzt hier den Vapiano. Und man muss dazu sagen, er hat ein richtig, richtig weiches Fell. Ja, also er ist 9 Jahre alt. Und ich habe die Reitbeteiligung an ihm jetzt schon circa ein Jahr. Ich war mit ihm schon auf 2 Springturnieren. Und wir wurden beide Male platziert. Beide Male wurden wir Dritter. Und ich bin eigentlich richtig stolz gewesen dann auf ihn. War richtig cool. Und die Besitzerin von ihm ist die Laura. Sie ist 15. Und ja, ich bin 14 Jahre alt. Ja, wusste das ja noch nicht, genau. Und ich habe noch kein eigenes Pferd. Aber wir sind momentan auf der Suche. Und vielleicht kriege ich dann eins, wenn ich 15 bin. Genau. Und ich habe noch eine Reitbeteiligung und zwar an einem Shetty, das heißt Mausi. Aber das steht hier nicht am Hof. Ich würde mal sagen, ich hole seinen Sattel mal. So, ich habe jetzt seinen Sattel. Da würde ich mal sagen, wir satteln auf. So, gesattelt habe ich und ich wollte ja heute ausreiten gehen. Ich bekam aber gerade noch einen Anruf von einer Freundin. Sie hat gesagt, sie kommt auch kurzfristig vorbei. Ihr gehört das Pferd Kalistro und den machen wir jetzt auch noch fertig und dann können wir gemeinsam auch ausreiten später. Also, das filmen wir jetzt auch noch mit und kommt mal einmal mit. So, ja, das hier ist Kalistro und den mache ich jetzt schnell auch fertig. Also, ich sattel ihn. Trenzen kann ja dann die Jule alleine. Die kommt nämlich später, also die ist, glaube ich, in 20 Minuten da. Und dann reiten wir gemeinsam aus. Kalistro ist ein 11-jähriger Trakehner und ich darf ihn jetzt auch reiten. Hi Kalistro, na, schon lange nicht mehr gesehen. Ich werde dich mal schnell putzen noch. So, dann hole ich mal seinen Putzkasten, der steht da drinne. Er ist heute auch nicht so dreckig. Also was ich noch sagen wollte, ich reite halt immer mit mehreren Leuten aus, beziehungsweise dann immer, es sollte halt immer mindestens eine Person dabei sein, weil ich mich alleine nicht so wohl fühle. Na gut, manchmal reite ich auch alleine aus, aber das macht eigentlich keinen so großen Spaß. Meistens nehme ich mir eine Person mit. Und meistens reite dann auch Jule mit. Also alles cool.
Die Halle wird momentan renoviert, da können wir leider momentan nicht rein. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn momentan ist so, so schönes Wetter. Da reite ich eh lieber aus, ganz ehrlich. Also Kallistro ist wirklich mega brav beim Putzen. Der war früher mega wild beim Putzen, aber jetzt hat sich's Gott sei Dank gelegt. Vor 3 Jahren war der unerträglich. Und auch in der Halle war ein bisschen schreckhafter. Aber jetzt ist es wirklich ein tolles Pferd und der lässt sich fast durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist echt toll. Er war halt ein Problempferd. Ja, er wurde mit 5 Jahren hierher geholt. Und der hat halt gebissen, getreten und ja, hatte auch keine gute Ausbildung, beziehungsweise fast gar keine. Und Jule hat ihn fast alleine wieder so hingekriegt, dass er jetzt ein super Traumpferd ist. Und es tut mir ganz arg leid, wenn ich hier irgendwas falsch erzähle, aber ich erzähle das euch jetzt nur so, wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß auch nicht alles und wenn das jetzt falsch sein sollte, bitte Entschuldigung, aber ich bin ja nicht Jule und von dem her kann ich das jetzt nicht auch so eins zu eins wiedergeben. Aber ich wollte euch nur ein bisschen was über Kallistro erzählen. Also ja, und ich würde mal sagen, ich hole seinen Sattel. So, da habe ich jetzt schon seinen Sattel und ich würde mal sagen, ich sattel ihn schnell auf. So, aufgesattelt habe ich ihn. Und jetzt müsste Jule bald kommen. Ah, da vorne ist sie schon. So, stelle ich mal den Zuschauern vor. Ja, hi, ich bin Jule. Ich bin eine Freundin von der Lilly. Und mir gehört Callistro, den sie freundlicherweise schon für mich gesattelt hat. Jetzt fehlt nur noch die Trense und dann gehen wir gemeinsam ausreiten. So, da ist dann auch schon die Trense. Dann wollen wir den mal auftrensen. Was ist los, Lilly? Hol doch auch deine Trense, dann können wir gleich ausreiten. So, hier ist jetzt schon die Trense für den Vapiano. Und ich würde sagen, wir trensen ihn jetzt auch mal auf. So, komm schon. Ja, ich bin hier. Also, wir gehen jetzt ausreiten. Und den Ausritt seht ihr dann in unserer Mittagsroutine. Wahrscheinlich kommt die heute noch online oder morgen. Mal gucken. Und das war's jetzt mit unserer Morgenroutine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir werden jetzt ausreiten. Tschüss! Na, wo bleibst du denn? Ich komme, warte. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Morgenroutine gefallen. Es werden jetzt noch eine Mittag- und eine Abendroutine kommen. Das ist dann so eine kleine Videoserie. Also beides halt mit Lilly und Vapiano. Und ich hoffe, die Idee gefällt euch. Und auf jeden Fall hoffe ich auch, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Das ist natürlich beides kostenlos. Und wenn du irgendwelche Videoideen, Videowünsche, Namensvorschläge etc. hast, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben, denn darüber freue ich mich immer riesig. Und jetzt würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video und tschüss, habt noch einen wunderschönen Tag. Ach so, und bevor ich noch vergesse, grüße ich heute noch 3 Leute. Und zwar Lia und Lucky Live, Sophie #Pferdelove und Cookie #Love. Also, liebe Grüße gehen raus an euch 3. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Nonninator, also Nonni, also Nonni, und dann einfach Nator, so Nator. Es muss halt richtig geschrieben sein, weil ich muss es halt filtern und dann kommt da halt aus Zufall, grüße ich dann immer 3 Leute. Ihr kennt vielleicht das Prinzip und es kommt jetzt nicht darauf an, ob ihr das früh schreibt oder später. Es sollte halt einfach unter einem neuen Video sein und ja, so immer unter dem neuesten Video, also jetzt unter dem hier, dass ihr fürs nächste Video gegrüßt werdet und so weiter. Ich grüße dann jedes Mal 3 Leute, also am Anfang des Videos und ich habe es jetzt diesmal vergessen, deswegen mache ich es am Ende. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag und tschüss Leute und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.